Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Beim Kohleausstieg, sagen Studien, werden 12.000 Arbeitsplätze verloren gehen. In der Solarbranche sind in den letzten Jahren 60.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Schaut euch einfach mal diese zwei Zahlen an. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Eine Zukunftstechnologie wird in den Boden getrampelt und zerstört. Und eine Technologie, die sowas von der Vergangenheit angehört, weil da jammert man um 12.000 Arbeitsplätze. Klar, jeder einzelne dieser Menschen braucht doch einen Arbeitsplatz, braucht Geld, um leben zu können. Aber was ist mit den 60.000 Menschen aus der Solarbranche? Die sind unwichtig. Was erzählt uns unsere Regierung da eigentlich für einen Schmarrn? Ja, also bei uns war es so, wir sind das letzte Mal hierher gekommen, als wir ein bisschen früher aushatten. Weil ja, die Schule, die darf halt keine Befreiungen ausstellen. Aber ich glaube, die würden sogar keine ernsten Konsequenzen bei uns machen. Also wir sind halt auf der Fuss. Und es ist halt, ich finde halt auch das Argument eben, dass wir immer nur demonstrieren gehen, weil wir eben Schule schmänzen wollen, halt ein Schmarrn, weil sieht man ja, es sind ja Ferien und wir sind trotzdem gekommen, wir schreiben nach den Ferien Abitur und trotzdem haben wir uns da Zeit genommen, hierher zu kommen. Ich sehe da hinten einen genialen Banner, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das ist richtig cool und das können wir auch mal so richtig laut schreien. Klimaschutz statt Kohleschmutz! 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 Außerdem machen wir das ja auch bloß während der Schulzeit, weil sonst würden wir halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die wir brauchen. Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle! 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 Kohlekonzerne! Kohlekonzerne! Baggern in der Ferne! Baggern in der Ferne! Zerstören unsere Umwelt! Zerstören unsere Umwelt! Nur für ein Batzengeld! Nur für ein Batzengeld! Worin wir unsere Zukunft sehen! Worin wir unsere Zukunft sehen! Erneuerbare Energien. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. Wir sind hier. Wir sind laut. Weil man uns die Zukunft klaut. Klimaschutz statt Kohleschmutz. Klimaschutz statt Kohleschmutz. Klimaschutz statt Kohleschmutz. Klimaschutz statt Kohleschmutz. Manche behaupten ja gerade eher Konservative, dass das ja alles nur irgendwie grüne Propaganda oder linken Propaganda ist, aber das ist absoluter Schmarrn. Das machen wir vollkommen von uns selbst. Dieses Schild, das hat echt lange gedauert, bis wir die da alle angemalt haben. Es wurde von keinster Weise von irgendjemand gefördert und unterstützt, sondern alles Eigenarbeit. Klimaschutz statt Kohleschmutz! Klimaschutz statt Kohleschmutz! Klimaschutz statt Kohleschmutz! Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Kohlekonzerne! Kohlekonzerne! Baggern in der Ferne! Baggern in der Ferne! Zerstören unsere Umwelt! Zerstören unsere Umwelt! Nur für ein Batzengeld! Nur für ein Batzengeld! Worin wir unsere Zukunft sehen! Worin wir unsere Zukunft sehen! Erneuerbare Energie! Erneuerbare Energie! Weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut. Weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut. Weil man uns die Zukunft klaut. Wenn wir jetzt ein Abitur haben, was nützt uns das, wenn dann unser Klima einfach nicht mehr macht, dass wir einfach hier nicht mehr leben können, dann bringt uns unser Abitur auch nichts mehr, wenn die ganze Umwelt halt nicht. Wir sind hier! Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Hoch mit dem Umweltschutz, runter mit der Kohle. 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 Hoch.
Zukunft. Ja, ja, aber ein bisschen kürzer. Vielen Dank für die Organisation und voller Rede. Ich habe das jetzt über die Facebook und Fridays for Future Luxemburg bekommen. Aber wie hattest du das publik gemacht? Vor allem über WhatsApp und ja, unsere Social Media Accounts, aber die sind noch relativ klein, also vor allem über WhatsApp. Okay, und was für einen Social Media Account hast du? Wir haben Instagram, Facebook und Twitter und heißt immer Klimademo Landshut. Klimademo Landshut, okay. Ja, danke schön. Ich zeige ich auch.